Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Feld unseres Meisteranbauers Jussar, ein Clementinenfeld. Und ich möchte mich zuallererst mal vorstellen, wer ich bin. Mein Name ist Erich Holzmann, ich bin bei San Luca schon viele Jahre und mache jetzt Schulungen und auch mein Wissen weitergeben an Interessierte. Und deswegen machen wir heute auch dieses Webinar für Orangen und für Mandarinen. Wir sind hier, wie ihr sehen könnt, mitten im Feld. Ihr hört vielleicht im Hintergrund Geräusche. Hier wird gearbeitet, hier werden Früchte gepflückt. Die werden gerade auf den LKW geladen. Das wird gleich etwas ruhiger werden. Aber wie ihr seht, mitten in einem Feld von Clementinen. Aber wir werden nicht nur über Clementinen reden, sondern generell Orangen und Mandarinen, Clementinen, da der Anbau und die Pflege und das Händeln alles ähnlich ist. Egal, ob das Mandarinen oder Orangen sind. Warum machen wir dieses Webinar? Wir erleben zum Beispiel auf Facebook oder anderen Medien einen regen Gedankenaustausch. Sprich, ihr fragt neugierig, kritisch, manchmal auch sehr kritisch, rund um die San Luca Orangen und Mandarinen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir auf diese unterschiedlichen Fragen zuverlässige und realistische Antworten geben. Und das ist für uns der Anlass, euch direkt vor Ort, da wo die Früchte wachsen, Informationen zu geben. Und ich bin sicher, dass ihr mit diesen Informationen ein besseres Verständnis für Orangen und Mandarinen bekommt. Ich möchte mal mit allgemeinen Informationen beginnen, und zwar: Obst und Gemüse sind Naturprodukte. Und wenn es im Freilandanbau wächst, dann auch zu den Gesetzen der Natur. Wer mit Obst und Gemüse arbeitet, hat immer einen starken Partner, der ihm hilft, beste Qualitäten zu produzieren, aber genauso gut im wahrsten Sinne des Wortes Bedeutung die Ernte verhageln kann. Ich rede von der Natur, der Sonne, dem Regen, dem Wind, der Hitze und der Kälte. Alles beeinflusst die Qualität und Haltbarkeit der Früchte. Wer mit der Natur arbeitet, kann keine hundertprozentige Garantie geben. Es wird einmal nochmal nachgefragt, wo das hier jetzt stattfindet. Wir sind hier in der Provinz Castellón von der Comunidad Valencia, also vom Bundesland Valencia, auf einem Feld, hab's glaube ich schon erwähnt, von unserem Meisteranbauer Jussar. Genau. Und die nächste Frage wäre dann von der Clara: Was gibt es Wissenswertes über den Anbau von Zitrusbäumen? Ja, das kann ich euch sehr gut sagen. Wir stehen ja hier mitten im Feld und anhand der Bäume kann ich euch das sehr gut erklären. Die jungen Bäume, die gepflanzt werden, kommen von der Baumschule, die die Bäume so präpariert, dass sie ungefähr in einer Höhe von 50, 60 cm gepflanzt werden können. Wir sehen hier Bäume, die, würde ich mal sagen, so 10, 15 Jahre alt sind und die natürlich auch dann gepflegt werden müssen, wo eine Bewässerung stattfinden muss. Die Pflege beginnt vom ersten Tag an. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass die Bewässerung stimmt. Und wenn wir mal auf den Boden schauen, sehen wir hier solche Kabel liegen, das sind Wasserkabel, wo das Wasser austritt. Und wenn ihr genau hinschaut, nicht direkt am Baum, sondern ungefähr 1 Meter Abstand zum Baum. Warum? Weil die Wurzeln des Baumes sind am Ende mit sogenannten Bärten, die feinen Äderchen, die das Wasser aufnehmen. Das ist also ganz wichtig. Und damit kann ich wohl dosiert, kann ich die Bäume bewässern. Früher wurden die Felder überschwemmt. Jeder hatte seine Zeit, aus dem an der Seite vorhandenen Kanal das Wasser zu nehmen. In der Zwischenzeit ist Wasser kostbar geworden und deswegen wird das jetzt mit diesen Schläuchen gemacht. Ja, es gibt schon wieder ein paar weitere Fragen. Die Diana fragt einmal, wo ist der Ursprung der Orangen und Mandarinen? Die Mandarinen und die Orangen kommen alle aus dem asiatischen Raum, sprich genauer aus dem Südwesten Chinas oder Nordosten Indiens. Da ist der Ursprung von den Mandarinen
und auch von den Orangen. Wurden schon vor 3000 Jahren, wurden sie schon genannt. Und bleiben wir mal bei den Orangen. Die Orangen, die bis zum 15. Jahrhundert nach Europa gekommen waren, im westlichen Mittelmeerraum, waren alles Bitterorangen. Erst mit der Entdeckung des Seeweges der Portugiesen nach Indien und China fanden dann die Süßorangen ihren Weg in den westlichen Mittelmeerraum. Hier, zum Beispiel hier in Spanien wurden die ersten 1781 genannt, und zwar aus der Provinz Valencia, südlich von Valencia, aus dem Ort Carcagent. Das waren die ersten Süßorangen. So. So, dann ist gleich die nächste Frage von dem Thomas. Wo werden denn heute Orangen und Mandarinen angebaut? Heute werden Orangen und Mandarinen weltweit in dem tropisch bis subtropischen Gürtel angebaut. Die wichtigsten Anbauländer für den europäischen Markt sind natürlich Spanien, was den größten Anteil hat, aber auch Marokko, in der Zwischenzeit Italien und auch Türkei. Und dann für die Sommermonate kommen die aus Südafrika, Argentinien, Chile und Peru. Das sind so die Angebote, die von Mai, Juni bis zum Beginn der spanischen Ernte im Oktober geliefert werden. Spanien hat das größte europäische Anbaugebiet, habe ich jetzt schon erwähnt, und das beginnt nördlich von Valencia, an der Mittelmeerküste von Tarragona bis nach Andalusien mit der Provinz Huelva, nach Sevilla und Portugal gehend. Da werden kommerziell Orangen und auch Mandarinen angebaut. Ja, dann gibt es von der Maike auch die Frage, welche Bedingungen sind denn ideal für Orangen und Mandarinen? Ja, wir sind hier gerade an einem idealen Ort, wo gerade für Clementinen, besonders für Clementinen und Orangen, ideale Bedingungen herrschen. Hier, wir sind in der Nähe des Mittelmeeres, werden entfernt von hier ca. 5-6 Kilometer, wird das Mittelmeer sein, und die ständige Brise, die vom Mittelmeer kommt, und die ansteigenden Berge bis zu den Mittelgebirge, die wir hier oben sehen, das sind die idealen Bedingungen. Nährstoffreicher Boden und vor allen Dingen auch immer ständiger Wind und eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Die Zitrusbäume sind ja immer grüne Bäume und nehmen nicht nur Feuchtigkeit über die Wurzel, sondern auch über die Blätter auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat einmal die Nadine gefragt, welche Sorten Orangen gibt es und was sind ihre Unterschiede? Ja, es gibt eigentlich mehr als 400 bekannte Orangensorten, aber davon haben höchstens 30 mehr oder weniger große wirtschaftliche Bedeutung. Die große Vielfalt, die hat man zur besseren Unterscheidung in vier Gruppen eingeteilt, und zwar die Familie der Nabelorangen, der gewöhnlichen Orangen, mit den Sorten Valencia Late und Salusianas, die Blutorangen und die Zuckerorangen. Aber Zuckerorangen spielen hier bei uns keine Rolle, sind lokal im asiatischen Raum. Die Unterschiede der beiden Hauptsorten, das ist der, eine Frage kommt. Genau, es kam jetzt gerade erstmal eine Frage von der Sie. Was sind die Inhaltsstoffe eures Orangensaftes, beziehungsweise was passiert mit den Schalen? Darf ich das in der nächsten Chart, wenn ich über Saftorangen rede, beantworten? Ich möchte erstmal den Unterschied der beiden Sorten erwähnen. Und zwar, der überwältigende Teil der heute angebotenen sogenannten hellfleischigen Orangen sind die Familie Nabel und aus der gewöhnlichen Orangenfamilie die Valencia Late und Salusianas. Die Nabelfamilie steht jetzt von November bis Ende Mai zur Verfügung. Das sind alles Untersorten aus der Familie der Nabel. Und die Valencia Late Orange beginnen mit der Salusiana im Dezember und werden bis März werden die geerntet. Aber die Valencia Late kann sehr lange am Baum bleiben, sodass man also sehr lange damit beginnen kann. Was sind die Inhaltsstoffe und das mit der Schale, was passiert mit der bei den Orangen? Die Frage, was passiert mit der Schale? Genau, einmal das, und was sind die Inhaltsstoffe unseres Orangensaftes? Aber was heißt passiert, will der Kunde wissen,
was vom Feld her mit der Schale passiert oder was? Ich verstehe die Frage nicht. Können wir ja mal so fragen und dann vielleicht beantworten die das im Chat, dann können wir darauf näher eingehen. Würde ich sagen, ja. Dann einmal von der Nuria, warum haben kernlose Mandarinen auch manchmal Kerne? Ja, wir sind ja hier in einem Feld von Clementinen und Clementinen gehören zu der großen Familie der Mandarinen. Die Clementine ist von Natur aus kernlos, aber wir haben immer wieder mal die Zeit, dass es Kerne gibt, auch bei den Clementinen. Woher kommt das? Es gibt zwei Hauptgründe dafür. Den ersten Grund, den hat man eliminiert. Man hatte festgestellt, wenn man zwei unterschiedliche Sorten aus der Familie der Clementinen zu nah aneinander anpflanzt, kann es während der Blüte durch Wind oder Insekten zu Kreuzbestäubungen kommen, was wiederum dann provoziert hat, dass es einen Rückfall in die Urmutter Mandarinen mit den Kernen gibt. Das hat man eliminiert, indem man die Sorten unterschiedlich weit voneinander angebaut hat. Der zweite Grund ist, es gibt aber trotzdem immer wieder Mandarinen oder nicht Clementinen, die Kerne haben. Da gibt es eigentlich nur eine vernünftige Erklärung. Es ist ein Rückfall der Natur in die Gene der Kerne. Das ist der Grund. Und was sind dann, welche Sorten gibt es von Mandarinen und Clementinen? Das fragt der José. Wir sind die Sorte, was hier aus Spanien kommt, so ab Mitte Oktober bis Ende Dezember, vielleicht noch ein, zwei Wochen bis in Januar rein, das hängt immer vom Wetter und von der Nachfrage ab, sind alles Clementinen, also kernlose Mandarinen. Sie stammen alle von einer Sorte der Clementina ab, wo dann Mutationen stattgefunden haben. Und das Beispiel kann ich euch sagen, diese Sorte hier heißt Clemenulus. Warum? Weil die 1953 in einem Feld von dem Ort Nules, hier, der hier auf der linken Seite liegt, gefunden wurde und die Eigenschaften hatte, die etwas anders waren als die Mutter Fina. Die Clemenulus ist zurzeit die am meisten angebaute Hauptsorte von November bis, wie gesagt, Weihnachten. Die Heike fragt einmal, wie lange dauert es von der Blüte bis zur erntereifen Mandarine? Wir haben ja Frühsorten von den Clementinen, die schon Anfang Oktober geerntet werden. Die Blüte ist ungefähr im April, also rechnet man mal aus. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober sind das 6 Monate, die früheste. Die Clemenulus ist 3-4 Wochen später. Das sind die von den Clementinen. Das sind die Sorten der Clementinen. Und jetzt kam einmal die Antwort wegen der Schalen. Sie hatte gehört, es gab die Info, dass auch Schalen für Säfte verwendet werden. Das wollte sie wissen, ob das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Schalen werden von den Bitterorangen für die Bitterorangenmarmelade benutzt, aber nicht für die Säfte. Also ist mir nicht bekannt. Wenn es das gibt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube es nicht, weil die Schale selber ja bitter ist. Die hat ja sehr viel Bitterstoffe. Die Lola hat auch gefragt, was denn der Mehrwert der San Luca Produkte ist. Ja, der Mehrwert der San Luca Produkte, das ist jetzt nicht, dass wir hier einen Schalter am Baum haben, den wir rumdrehen und dann ist die Frucht von dem Baum eine San Luca Frucht. Nein, das ist es nicht. Die San Luca ist der Mehrwert und zwar, das beginnt mit der Auswahl unserer Anbaupartner, deren Felder, deren Sorten. Das ist erstmal ein Grund, dann geht es weiter, wo werden die angebaut, wie ist die Bewässerung, wird auch die Behandlung der Frucht auf natürliche Art und Weise, sprich Einsatz von Nützlingen gegen Schädlingen gemacht. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es unsere San Luca Anbauspezifikationen, die der Produzent bekommt und das kontrollieren unsere Qualitätstechniker gemeinsam mit den Technikern der Anbaupartner. Wichtig ist dann vor allen Dingen auch eine Logistik. Logistik heißt, jede Frucht hat ihre bestimmte Temperatur, mit der sie idealerweise transportiert werden sollte. Bei
Clementinen sind das und Orangen sind das in den meisten Fällen eine Temperatur zwischen 3 und 7 Grad. Bei anderen Früchten, nehmen wir mal Trauben, kann es 1 bis 3 Grad die wichtigste ideale Temperatur sein. Denn nur mit der Einhaltung einer lückenlosen Kühlkette kann ich auch das längere Leben in den Läden oder sprich dann auch beim Konsumenten zumindest verlängern. Wichtig ist, dass vor allen Dingen eine Marke wie San Luca sich um die Sortenentwicklung kümmert. Wir entwickeln nicht selber Sorten, aber wir suchen uns bei den besten Sortenentwicklern die Sorten raus, die nach unserer Meinung die besten sind und bauen die dann in Testfeldern mehrere Jahre an, beobachten die und entscheiden dann erst, ist diese Sorte richtig für San Luca, denn sie muss unter den Bedingungen, wo wir sie anbauen wollen, wachsen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Erdbeeren holen wir uns bei dem größten Sortenentwickler der Welt, der sitzt in Kalifornien. Jetzt gefallen uns so 40 Sorten. Nehmen wir die, pflanzen die in Huelva an, in unserem eigenen Testfeld und werden dann 4 Jahre lang beobachtet. Und dann am Ende von den 40 oder 48 oder 60, je nachdem, die wir angepflanzt haben, bleiben am Ende 2 übrig, wenn wir Glück haben. Verpackung ist auch eine ganz wichtige Sache. Die Früchte müssen geschützt werden in Verpackungen und deswegen sind die ideale Verpackung für uns ist natürlich gelegte Ware in der Kiste, wo die Früchte am besten geschützt sind. Natürlich gibt es auch attraktive Beutelware, aber das wird halt von Fall zu Fall von Größe der Früchte entschieden. San Luca Marketing. Was tue Gutes und rede darüber. Das ist die Aufgabe von Marketing, unsere Produkte dem Konsumenten näher zu bringen. Ausstattungen der Obst- und Gemüseabteilung, wo San Luca verkauft wird, bei unseren Handelspartnern, das ist die Aufgabe. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere San Luca Fachberater, unser Vertrieb, der die Nähe zu den Handelspartnern sucht und vor allen Dingen auch die Fachberater, die regelmäßig unsere San Luca Partner betreuen, besuchen in den Läden, Ratschläge geben, auch Probleme sehen und uns dadurch sofort Feedback geben, wie sieht es denn bei unseren Handelspartnern aus. Die Jennifer fragt einmal, wie lange sind denn Clementinen haltbar? Clementinen sind natürlich, jetzt in diesem Fall bleiben wir mal bei der Clemenules, die ist erntereif. Muss man dazu sagen, es ist, alle Zitrusfrüchte sind nicht klimakterische Früchte, das heißt Früchte, die nach der Ernte nicht mehr weiterreifen. Im Gegensatz zum Beispiel von Steinobst, Pfirsich, Nektarinen, die werden mit der Pflückreife geerntet und reifen dann weiter nach der Ernte. Das haben die Zitrusfrüchte nicht. Das heißt, die Clementinen, wenn ich sie gekauft habe und zu Hause gleich, wenn ich sie nicht sofort verzehre, in den Kühlschrank legen, ist das die beste Aufbewahrungsmöglichkeit, weil dadurch bleibt der Geschmack frisch und es ist auch eine längere Haltbarkeit. So, dann kam auch die Frage von der Clara, ob die San Luca Produkte denn bio sind. Nein, San Luca ist nicht bio. Wir sind im ökologisch integrierten Anbau mit unseren Produkten. Das heißt, der integrierte Anbau gliedert sich in 4 unterschiedliche Methoden. Das ist die mechanische Methode, die Biomethode, die biochemische Methode. Und wenn das nicht viel genützt hat, wird unter strengen Auflage auch eine chemische Behandlung erlaubt, die in unseren Spezifikationen darin ist. Aber die hat unser Anbaupartner allerdings. Es ist ja seine Ware immer noch, er darf natürlich behandeln, wie er will, nur wenn diese Schwellenwerte überschritten werden, die wir in unseren Spezifikationen haben, ist die Ware nicht mehr für San Luca geeignet. Aber dieser Einsatz wird auf der Basis von ökonomisch und ökologisch vertretbaren Schwellenwerten vorgenommen. Ja, schön. Da gab es auch nochmal, du bist ja schon mal kurz drauf eingegangen, wegen
dem Lagern im Kühlschrank. Da hatte die Diana noch mal gefragt, wie lagert man zu Hause denn am besten die Orangen, Mandarinen und Clementinen? Ja, das kann ich jetzt nur wiederholen. Also generell, wenn man die Ware nicht sofort verzehrt, in den Kühlschrank rein. Warum? Ihr könnt das selber mal ausprobieren. Kauft euch doch mal 4, 5 Früchte, 3 lasst ihr draußen in der Küche liegen, bei warmen Zimmertemperaturen, und 2 legt ihr in den Kühlschrank und dann lasst die mal liegen 3 Tage und dann probiert ihr mal die Ware, die ihr aus der Küche gelagert habt, und die aus dem Kühlschrank. Und ihr werdet feststellen, die in der Küche gelagert sind, sind nicht schlecht geworden. Aber die in der Kühlung waren, die haben einen besonders guten, frischen Geschmack behalten. Das ist der Vorteil, wenn man die Früchte kühl lagert. Die Maika fragt auch gerade, welche Orangensorte und welche Mandarinensorte sind denn deine Lieblingssorten und warum? Das ist natürlich eine spezielle Frage für mich. Ich mag gern süß. Deswegen ist gerade die Clemenules ist für mich eine besonders gute Sorte. Und spätere Sorten, die im Moment nicht aktuell sind, gibt es noch die Ori. Die wird allerdings erst im Februar, im März geerntet. Ist auch eine sehr... Aber das ist individuell. Es gibt zum Beispiel die Sorte Nardokot, die wir so ab Mitte Januar haben werden. Die ist etwas fruchtig süßer, da gibt es auch Liebhaber dafür. Wir haben das selber erlebt. Wir hatten ja vor Corona, hatten wir ja auch Schulungsreise zum Beispiel nach Valencia. Und wenn die Leute dann im Februar mal die Ori und die Nardokot probiert haben, hat sich dann herausgestellt, es gab doch einen großen Teil von Teilnehmern, denen die Nardokot besser geschmeckt haben, obwohl sie nicht so süß war wie die Ori. Also das ist individuell. Das dürft ihr selber entscheiden. Dann kam direkt die Frage von der Nuria, warum schmecken denn San Luca Clementine besser als andere? Das ist eigentlich in dem Mehrwert der San Luca Spezifikation enthalten. Und zwar all diese Maßnahmen, die wir da vornehmen, bedeuten, dass auch das sich in der Qualität ausdrückt. Das beginnt zum Beispiel zum Beginn der Ernte. Wir ernten nicht nach Kalender. Wir ernten, indem wir unsere Erntespezifikationen überprüfen. Das Laut ist bei Zitrus, ist das der Saftgehalt, der Zuckergehalt und der Säuregehalt. Das ist ganz wichtig, dass man das genau weiß. Und wenn wir beginnen mit einem Zuckergehalt von mindestens 9 Grad, der sollte es sein. Am Anfang der Kampagne kann man keine sehr süße Frucht erwarten, aber wenn man den Säuregehalt so kontrolliert, dass er eine bestimmte Zahl unterschreitet, dann sind diese 9 Grad Zuckergehalt auch schon sehr gut. Das ist noch ein etwas frischer Geschmack, aber je länger die Frucht am Baum ist, diese Frucht hier zum Beispiel, die jetzt Ende November hängt, da wird der Säuregehalt geringer sein und wird also ein ausgeglichenes Säure-Zucker-Verhältnis haben. Das ist wichtig. Denn noch ein Punkt, die Säure ist der Indikator für die innere Reife. Hohe Säure bedeutet, es dauert noch etwas. Niedrigere Säure oder zu niedrige Säure heißt, die Frucht ist schon sehr weit in ihrer Reife. Jetzt kam gleich nochmal die Frage, wie sieht das denn bei den Zitrusfrüchten aus Südafrika mit fairem Anbau aus? Das ist ein Thema, wir haben nachher noch eine Information dabei, was tun wir denn in der, zum Beispiel in Südafrika, in Tunesien, in Ecuador für unsere Mitarbeiter, beziehungsweise auch, wie produzieren wir nachhaltig? Darf ich das nachher beantworten, wenn das ist? Gut. Dann kam auch noch die Frage, im Moment sind die San Luca Clementinen sehr klein. Woran liegt das denn? Ja, das ist dieses Jahr ein allgemeines Problem. Und zwar, wir haben ja generell schon seit Jahren eine generelle Trockenheit. Das heißt, diese fehlende Luftfeuchtigkeit, die drückt sich zwar nicht in weniger Früchten aus, aber sie drückt sich in kleineren Früchten aus. Das ist generell ein Riesenproblem und dieses Jahr ausgeprägt. Wenn ihr mal hier guckt, das hier ist ein Kaliber, was in den Chiasack-Beuteln geliefert wird. Das ist ein Kaliber 3. Eine dickere Frucht, das ist Kaliber 1. Also das, was in der gelegten Ware drin ist. Nur guckt mal, wie viel davon hier am Baum hängen.
Das sieht hier am Baum noch dicker aus, als es in Wirklichkeit nach dem Kalibrieren, so nennt man die Größenunterscheidungen, sich da nachher darstellt. Das ist dieses Jahr ein sehr, sehr großes Problem. Aber, das kann ich euch sagen, speziell bei Zitrus und da besonders, kleine Früchte sind genauso gut wie die großen. Es ist halt eine kleinere Frucht, man hat weniger, aber ihr habt denselben Geschmack und denselben Saft. Also, das solltet ihr bedenken, kleinere Früchte sind es auch wert, gekauft zu werden. Dann kam vorhin noch die Frage von dem Thomas, was macht denn San Luca, um mehr nachhaltige Verpackung zu verwenden? Ja, das Thema nachhaltige Verpackung beschäftigt uns natürlich auch. Das ist natürlich, in der Zwischenzeit haben wir ja 72% unserer, bleiben wir mal bei der gelegten Ware, egal ob das Steinobst oder ob das Zitrus sind, wo wir 72% in kein Plastik verwenden. Das ist schon mal in diesem Fall. Wir sind auch dabei mit unserer zum Beispiel Naturtüte für die Trauben, die wir auch in der Zwischenzeit für Steinobst verwenden, wo ebenfalls kein Plastik mehr dabei ist. Und das wird Zug um Zug gemacht. Es gibt noch eine Produktgruppe, das sind die Tomaten, wo sich halt natürlich Plastik als die ideale Form von Qualitätssicherung von Optik erwiesen hat. Aber da sind wir auch dabei, immer mehr in Pappschalen zu machen oder in recycelbaren. Eine Möglichkeit ist auch, indem man recycelbare Plastik verwendet als Übergangslösung. Es ist noch Plastik, aber noch hat niemand einen gleichwertigen Ersatz gefunden, um auch die Qualität zu sichern. Das ist ja auch ein Punkt. Was hilft es uns, wenn wir die ökologischste Verpackung haben und am Ende ist die Frucht beschädigt? Das bringt also auch nichts. Das ist ein langwieriger Weg. Aber wir sind dabei und wir haben unsere Verpackungsabteilung, ist da auf allen Ebenen tätig, um zu testen. Dann hätten wir bis jetzt erstmal keine Fragen mehr. Vielleicht kannst du ja noch mal was zu unserem Dreams-Projekt sagen. Ja, wir haben natürlich in unserer Philosophie, die lautet, den besten Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur. Und in diesem erwähnten Programm, Dreams-Programm, wir nennen das so, zeigen wir unsere aktuellen Unternehmungen in den verschiedenen Ländern wie Tunesien, unsere Tomatenoase, Ecuador, Bananen und Trauben, Südafrika, Zitrus und auch Trauben in der Zwischenzeit und Steinobst. Und ich zeige mal ein Beispiel aus Südafrika, was wir getan haben. Vor allen Dingen, was wir für unsere Mitarbeiter getan haben. Neu gebaute Unterkünfte. Auf unserer Finca, die ungefähr 20 Kilometer entfernt vom nächsten Ort liegt, arbeiten ca. 70 Personen. Das heißt, mit Familie sind das knapp 200 Menschen, die da leben. Und für diese haben wir Kindergarten mit Vorschulbildung installiert, wo wir auch die Eigenverantwortung der Frauen mitnehmen, die sich als Kindergärtnerinnen mit unserer Hilfe haben ausbilden lassen. All diese Dinge. Wir haben, was zu erwähnen ist, wir haben einen Förderverein hier in Deutschland, der besteht aus San Luca Partnern, die wir nach Südafrika eingeladen hatten, um mal zu sehen, wie San Luca produziert. Und die haben gesehen, dass zum Beispiel die Menschen auf der Finca, um einzukaufen, mehr als 20 Kilometer laufen müssen. Und dann haben sie gesagt, den finanzieren wir einen Bus. Und der Bus ist jetzt angekommen und ist natürlich in Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Das ist das Geheimnis von vielen Dingen, die man macht. Die Leute das selber machen lassen. Nicht selber bauen, sondern lass das selber machen. Dann hat das einen anderen Stellenwert, als wenn ich etwas geschenkt bekomme. Und das ist mit der Busverbindung, ist das der Fall. Die Leute sind happy. Noch zu erwähnen ist, wir haben auch da einen, Mitarbeiter haben auch selbst mit finanzieller Hilfe dieses Fördervereins einen eigenen Swimmingpool gebaut. Also es findet eine Konzentration statt, den Menschen zu zeigen, hilft euch selber, wir unterstützen euch in der Finanzierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich haben wir auch für die Umwelt in der Produktion etwas getan. Wir haben zum Beispiel spezielle Sonden, die tief bis zu den Wurzeln der Bäume gehen und dann den Feuchtigkeitsgehalt messen. Und dadurch können wir bis zu 60% Gießwasser sparen.
was natürlich ein hoher Anteil ist, gerade in einer Zone, wo Wasser nicht sehr reichlich zur Verfügung steht. Jetzt gibt es noch eine Frage von der Maika. Manchmal sind Orangen schwer schälbar. Gibt es da einen Tipp? Meistens geht es darum, welche Sorte ist das. Wenn wir die Nabelorange nehmen, die ja eigentlich die Essorange ist, die lässt sich dann natürlich etwas leichter schälen als eine Saftorange wie die Valencia Late. Vielleicht sollte ich mal die Strukturen dieser beiden vergleichen. Und zwar die Nabelorange hat eine ganz andere Struktur im Innern, und zwar sie besteht aus Saftbeuteln mit vielen Fruchtstückchen. Und diese Fruchtstückchen, das kennt ihr alle, wenn ihr den Nabelorange geschält habt, könnt ihr schön teilen. Das hat die Valencia Late nicht, weil die Valencia Late hat nur einen Saftbeutel mit wenig oder gar keinen Fruchtstückchen und lässt sich auch weniger gut schnitzeln. Die Nabelorange hat einen Nachteil als Saftorange. Sie hat einen Bitterstoff, der in Verbindung beim Pressen mit Sauerstoff bitter wird, wenn man längere Zeit stehen lässt. Das ist speziell für die professionellen Presser, ist das ein Nachteil. Während die Valencia Late und die Salusianas haben dies nicht. Die haben dieses Limonin nicht, das heißt also, sie haben auch viel weniger Fruchtfleisch, kaum Fruchtfleisch in den Beuteln und dadurch einen höheren Saftanteil, 60%. Ideal zu 50% bei den Nabelorangen. Dann kam die Frage von der Nuria, wie es denn mit den Rückständen aussieht. Rückstände auf der Schale oder Rückstände generell. Was ist der Mehrwert des Sanlucca-Früchte? Habe ich natürlich auch in der Erklärung, ist Sanlucca Bio. Wir benutzen zum Beispiel auf diesen Feldern hier gegen Schädlinge nur Nützlinge. Es gibt zum Beispiel hier einen besonders heftigen Schädling, das ist die Mittelmeerfliege, die speziell in den Monaten September, wenn die Nachttemperaturen immer noch über 15, 18 Grad liegen, immer noch weiterleben. Unter 15 Grad sterben die ab, aber das haben wir bis Ende Oktober, erreichen wir diese Temperaturen hier in Valencia nicht, sodass also diese Mittelmeerfliege meistens im September in die grünen Früchte ihre Eier legt, die dann Wochen später vielleicht beim Kunden erst plötzlich zu Verderb führen. Und da gehen wir mit Nützlingen dagegen vor oder mit biochemischen Mitteln gegen die Fliege, nicht gegen die Frucht, sondern die biochemische, die kann bedeuten, dass wir eine Sterilisationsflüssigkeit in einen Behälter einfüllen, wo Duftstoffe drin sind, die Fliegen anlocken. Oder es gibt Pheromonfallen, die man in die Felder aufhängt, die dann die Fliegen irritieren und es findet keine Begattung mehr statt. Also das ist die natürliche Nützling-Schädling-Bekämpfung. Dann kam jetzt die Frage, ob wir auch den Klimawandel merken. Den Klimawandel merken wir generell, nicht nur bei Zitrus, sondern dass die Früchte alle gegenüber den letzten 5 oder 10 Jahren früher reif werden und dadurch auch früher die Saison beendet ist. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil die Reife geht wesentlich schneller vonstatten der Früchte. Da muss man sich drauf einstellen. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Ich habe das vorhin schon mal erklärt mit der Trockenheit, warum es kleine Kaliber gibt. Das ist speziell, das ist aber nicht nur bei Zitrus so, das ist genau bei Steinobst, ist genau das gleiche Spiel. Dann wird jetzt von der Lola gefragt, wie werden die Felder und Bäume den Rest des Jahres versorgt? Ein Zitrus, ein Orange- oder Mandarinenbaum wird Pi mal Daumen die Woche 2 oder 3 Mal gewässert. Muss nicht jeden Tag gewässert werden. Das heißt, das hängt aber mit den Phasen zusammen. Bin ich vor der Ernte? Bin ich nach der Ernte? Bin ich in der Phase, wo der Baum eigentlich nur grüne Früchte hat, um reif zu werden? Das hängt damit zusammen, wie die Bewässerung stattfindet. Jetzt kam auch noch die Frage, wer sind denn die USAs? Und könntest du da vielleicht noch was dazu erzählen? Ja, da kann ich was dazu sagen. USAs. Ich persönlich kenne die USA seit 1993. Ich war erster Kunde
von Stefan Rötzer, dem Gründer von San Luca. Und Jussa war unser erster Produzent, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Also wurde übrigens von dem Vater der heutigen, vom Großvater der heutigen Söhne 1926 gegründet. Das heißt, wir haben bald 100 Jahre Jussa. Das ist der Spezialist für Clementinen und für Orangen. Also das ist unser Produzent, der am weitesten die Marke San Luca mitentwickelt hat. Weil wir schon diese lange Zeit, fast 30 Jahre jetzt mit ihm zusammenarbeiten. Und er ist in der Zwischenzeit auch unser Partner, der mit uns gemeinsam auch in Südafrika unsere Zitrusfelder gemeinsam mit uns betreibt. Dann fragt als nächstes die Nadine einmal, was genau passiert später im Lager und nach welchen Kriterien wird sortiert? Wenn die Früchte hier geerntet werden, kommen sie ins Lager und werden dann sofort, vielleicht einen Tag, je nachdem wie die Nachfrage ist, kann vielleicht ein Tag, zwei Tage in der Kühlung sein, aber werden auf die Linie aufgeschüttet. Das heißt, da findet die erste Kontrolle statt, wo die sogenannte dritte Wahl, deformierte, vielleicht auch verderbt, der sich dann, der gepflückt wurde, aussortiert wird, was dann Ausfall ist. Dann geht es in die Waschanlage. Dann nach der Waschanlage ist dann die zweite Kontrolle. Die zweite Kontrolle sortiert schon mal eine zweite Wahl aus. Dann geht es über die Kalibrierung. Das ist eine Maschine, die maschinell kalibriert. Das heißt, die unterschiedlichen Größen separiert. Also unterschiedliche Größen verteilt. Und die gehen dann, was die gelegte Ware betrifft, auf die Tische. Aber vor dem Tisch findet nochmal die dritte Kontrolle statt. Die vierte Kontrolle macht dann die Frau, die in die Kiste die Früchte reinlegt. Das ist also eine viermalige Kontrolle und das zeigt sich halt eben auch in der hohen Akzeptanz unserer Handelspartner für diese Frucht. Und natürlich ist das natürlich auch ein Mehrwert, der bezahlt werden muss. Wenn ich diesen Mehrwert eben auch von meinem Produzent, von meinem Anbaupartner, Meisteranbauer einfordere, kriegt er auch das nötige Geld dafür. Das ist mit ein Grund, warum auch unsere Früchte teurer sind. Du sagst gerade mit einem Grund. Die Jennifer fragt nämlich gerade genau das, warum sind denn die Clementinen von San Luca teurer als andere? Das habe ich jetzt schon mal, das ist jetzt die Antwort gewesen. Ja. Vor allen Dingen auch geht es darum, weil unser Anbaupartner hier auf dem Feld ganz anders mit den Bäumen umgeht. Zum Beispiel, wichtige Sache, was wir nicht gesagt haben, für das lange oder kurze Leben des Baumes gibt es eine überlebenswichtige Sache, der Schnitt, die Poda, wie das hier heißt. Ich kann einen Baum totschneiden, dass er innerhalb von 3-4 Jahren stirbt, oder ich kann ihn so schneiden, dass er, wie ich schon Felder gesehen habe, hier Clementinen mit 28, 30 Jahren noch Bäume in voller Produktion stehen. Orangen habe ich schon fast 40 Jahre alte Bäume gesehen. Immer richtig schneiden. Und das ist das Geheimnis. Und auch der Mehrwert. Unsere Meisteranbauer arbeiten mit Leidenschaft. Ganz wichtig, dass die sich identifizieren mit ihren Produkten. Das ist kein Job für die. Das ist ihr Lebensinhalt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann kam jetzt von dem Hans die Frage, kann ich aus einem Zitruskern einen ertragreichen Baum in meinem Garten züchten? Das ist jetzt eine Frage für die Entwickler. Das ist der lange Weg, wie neue Sorten entstehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das geht. Also da müsste ich jetzt einen Entwickler fragen. Ich weiß nur, dass bis zur Entwicklung einer neuen Sorte es bis zu 15 Jahre dauern kann, bis sie auf dem Markt ist. Weil der Zitrusbaum trägt erst nach 3-4 Jahren wenige Früchte. Ab dem 6., 7. Jahr ist er erst in voller Ernte. Das heißt, er macht dann Pi mal Daumen 70 bis 80 Kilo Produktion. Bei Clementinen gibt es Sorten, die späteren dann, Nadokot, die können sogar 150 Kilo am Baum haben. Während die Sorten hier Nules so bei 70, 80 Kilo liegen. Vielleicht noch eine Sache, auf einen Hektar gehen ca. 600 Bäume.
Wir sehen, die Abstände zwischen den Bäumen sind entscheidend, wie die Bäume wachsen. Und das heißt also, wenn ich von 70, 80 Kilo ausgehe, sind das ungefähr 40.000 Kilo, zwei LKWs, 20.000 Kilo, zwei große Trailer, die Produktion sind. Aber die Produktion heißt alles, alle Kaliber, kleine, zweite Wahl, das ist alles. Und das wird eben selektiert. So, dann kam von der Katja die Frage, mit welcher Sorte die Clementinensaison denn beginnt und wie heißen die Folgesorten? Die erste Sorte heißt Oronulus. Das ist eine Frühsorte, eine Mutation aus der Clementinenmutter Clementina, die sehr früh schon Anfang Oktober oder ja, Anfang Oktober beginnt. Die nächste Sorte ist dann die Esval und dann beginnt schon die Clemenulus, die dann ab November als Hauptsorte bis in den Ende Dezember oder vielleicht ab und zu mal, wenn es so lang noch Ware gibt, bis Anfang Januar vorhanden ist. Die Nuria fragt von unseren Zitronen, kann man die Schale mitessen? Was genau heißt das denn? Unsere Zitronen werden auch im integrierten Anbau, aber ich weiß aus Erfahrung, ich kenne unseren Anbaupartner dort, er arbeitet sehr nah an Bio. Das heißt, nach der Ernte werden die Zitronen nur gewaschen und erhalten keinerlei Behandlung, sodass also die Schale auch zum Essen, zum Kochen, auch in Getränke verwendet werden kann. Der Nachteil ist natürlich man hat natürlich ein kürzeres Leben bei der Frucht. Das heißt, die Früchte können schneller verderben, weil sie keinerlei Konservierung haben. Deswegen besonders den Rat an die Konsumenten, legt sie ruhig in die Kühlung rein, aber bitte in ein geschlossenes Behältnis. Das ist wichtig. Da gibt es eine interessante Studie. Man sagt ja, die Zitronen und die Grapefrucht sind eigentlich von den Zitrusfrüchten die tropischen Früchte, die keine Kälte wollen. Das stimmt zwar, aber ich habe einen hochinteressanten Artikel gelesen von einer amerikanischen Verbraucherorganisation, die sich dem Thema, ja, Zitronen, kommen die in die Kühlung oder nicht? Die Amerikaner tun ja alles immer gern sehr tief kühlen. Und da war das Problem, wenn die Frucht im Kühlschrank war, hat sie sehr schnell Saft verloren. Und die haben mal einen Test gemacht, die haben in einen geschlossenen Plastikbeutel die Früchte in die Kühlung gelegt. Und was ist passiert? Die konnten die mehr als zwei Wochen ohne Saftverlust und ohne dass Verderb passiert, konnten die gelagert werden. Also das war genau konträr zu dem Fachwissen, was auch ich von den Spezialisten gehört habe. Und ich persönlich mache das bei mir selber und ich kann bestätigen, vier Wochen im Kühlschrank, kein Saftverlust, gesunde Ware. Also. Die Folgefrage von der Nuria wäre noch, entwickeln wir denn viele Fruchtsorten? Wir entwickeln nicht selber. Wir suchen uns bei den Entwicklern die Sorten, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, egal welches Obst das ist, suchen wir uns die besten Sorten aus und bauen die natürlich an auf Testfeldern. Das machen wir hier bei Citrus gemeinsam mit unserem Anbaupartner USA, der das natürlich mit uns gemeinsam macht. Eigene Sortenentwicklung, wir machen eine eigene Sortenweiterentwicklung. Wo kann ich sie anpflanzen? Wo ist der beste Standort? Das sind alles wichtige Dinge. Übrigens noch eine Sache. Wenn ihr mal hier reinschaut, seht ihr hier unten einen Wulst. Ja? Das ist der sogenannte Mutterstamm oder auf Spanisch Patron, Vaterstamm. Darauf kann man alle Sorten von Zitrusfrüchte pfropfen. Wer vom Land kommt, weiß, was ich meine mit pfropfen, indem man einfach aus der Rinde des Stammes ein Rechteck ausschneidet, die Rinde behält, einen ganz jungen Trieb draufklebt, mit der Rinde verbindet und dann wächst er an. Und wir haben hier eine Finca, also einen großen Garten. Da ist im privaten Bereich ein Baum, wo Blutorangen, helle Orangen und Mandarinen
draufgepfropft sind. Das ist ein Gag für den Garten, aber das hat für die professionellen Anbieter nichts zu tun. Nur ist es halt so. Das Gleiche gilt für Steinobst. Ich kann auf einen Mutterstamm Steinobst alle Sorten draufpfropfen. Ja, das hat aber nur einen Beweis, dass das möglich ist. Dann fragt die Maria, ist es denn bei dem Klima in Deutschland möglich, Mandarinen oder Orangenbäume anzupflanzen? Nein, so wie es ist nicht, weil da es in Deutschland noch sehr kalte Nächte gibt, Zitrusfrüchte vertragen mal Temperaturen von 2-3 Grad minus. Man muss aber unterscheiden, wenn hier eine kalte Nacht ist mit 3-4 Grad, beginnt das ab 3 Uhr bis um 6-7. Wie ist es in Deutschland? Da beginnt das nach Dunkelwerden und die Länge der Temperatur, die beschädigt dann die Früchte. Das ist im Moment nicht möglich. Wenn mal der Klimawandel hoffentlich nicht kommt, aber wenn er denn kommen sollte, dann wird das ein anderes Thema werden. Die Nadine fragt, ob es denn stimmt, dass San Luca sich auch um Bienen kümmert. Ja, wir sind natürlich schon allein mit den natürlichen Nützlingen, mit den Behandlungen, meistens biologische Anwendungen gegen Krankheiten, sind wir schon da auf gutem Wege, dass die Bienen überleben können. Das ist halt auch das Ziel. Das ist keine Sache, die man mit einem Schalter plötzlich umlegt, aber das ist ein langer Weg, wie sich das entwickelt. Aber wir sind auf diesem Wege. Dann kommt es jetzt erstmal die letzte Frage, ob wir denn bei San Luca Gentechnik verwenden. Nein, generell ist das gesamte Obst, was wir haben, nicht genmanipuliert. Das ist ja auch der Grund, warum es immer wieder bei den Clementinen Kerne geben kann. Das ist der Rückfall in die Urmutter Mandarinen, die 20, 25 Stück Kerne in der Frucht hat. Wenn ich eine sogenannte Zufallssämling in einem Feld finde, was hier bei den Nules der Fall war, 1953, dann habe ich eine kernlose Frucht. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo der Rückfall in die Urmutter ist. Deswegen, bei genmanipuliert wär das nicht möglich. Gerade kommt noch von dem Michael die Frage, wie lange du denn schon bei San Luca arbeitest, dass du so viel über die Ware weißt. Ich bin jetzt bei San Luca, ich habe vorhin erwähnt, dass ich 1993 den Jussar kennengelernt habe. Da war ich noch auf dem Frankfurter Großmarkt Großhändler und habe da Stefan Rösser, den Gründer, kennengelernt. Und seitdem bin ich dann ein San Luca-Fan geworden. Als ich dann 1999 meine Firma an meinen Neffen abgegeben habe, bin ich nach Valencia, weil meine Frau Spanierin ist. Und dann bin ich halt zu San Luca gegangen und habe die andere Seite kennengelernt, was wieder was ganz Neues ist, als nur Verkäufer von Obst und Gemüse zu sein. Und dieses Know-how, das versuche ich jetzt weiterzugeben. Da kam noch die Frage von der Nadine. Gibt es von San Luca auch Blutorangen und unterscheiden die sich vom Anbau und Ernte von den normalen Orangen? Es gibt Blutorangen. Es gibt zwei Zonen. Die Hauptzone liegt in Sizilien. Wir haben aber hier seit einigen Jahren, schon etwas länger, entwickelt sich in Spanien auch ein Blutorangenanbau, der natürlich für uns von großem Vorteil ist. Weil das großflächiger ist als in Sizilien. Es ist näher für uns selbst. Wir können problemlos unsere Produzenten besuchen, statt nach Sizilien zu gehen. Und die Professionalität unserer Anbauer ist hier eine andere als in Sizilien. Da fragt der Matthias, hat denn San Luca auf seinen Versuchsfeldern auch Spezialorangen, Caracara oder Vanilleorangen? Caracara gibt es auch, die sind aber schon aus dem Versuch heraus. Vor allen Dingen in der Hauptsache aus Südafrika haben wir die Caracara. Diese Vanilleorange habe ich noch nicht gehört. Da gibt es ganz sicher immer so kleine Nischenprodukte. Müsste ich mich mal informieren, was damit gemeint ist mit Vanilleorangen. Von der Nuria kam gerade die Frage, wie sich denn die Essorangen von Saftorangen unterscheiden. Ja, ich habe vorhin schon mal erwähnt, der Unterschied hängt in der Struktur des Fruchtfleisches, dass die Saftbeutel mit vielen Fruchtstückchen bei der Navelfamilie sind, während dass die Saftorangen
nur einen Saftbeutel haben mit wenig oder kaum oder gar keinem Fruchtfleisch, sodass also der Saftgehalt höher ist. Und was das Wichtigste ist, die Valencia Late hat kein Limonin, diesen Bitterstoff. Nun heißt das aber im Umkehrschluss nicht, wenn die Navel den Bitterstoff hat, dass jetzt der, dass ihr als private Konsumenten keine Navel auspressen könnt. Doch, das könnt ihr machen. Nur solltet ihr die Früchte, den Saft gleich trinken und nicht lange offen stehen lassen, weil in Verbindung mit dem Sauerstoff wird der Saft dann bitter. Wollt ihr aber mal vorpressen, könnt ihr auch. Dann aber bitte schön das Glas randvoll machen, abdecken und in die Kühlung rein. Und dann wird der Saft auch nicht bitter. Bis jetzt erstmal die letzte Frage von der Nuria nochmal. Was unterscheidet denn eine Blattclementine von der Clementine ohne Blatt? Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich die jetzt hier abschneide, ist es eine Blattclementine. Das ist einfach. Es ist, man will damit zeigen, das ist eine ganz frische Frucht. Denn Blätter kann ich nicht lagern. Blätter muss ich schneiden, verpacken und dann geht sie weiter. Und clevere Händler, Handelspartner machen einen Sonderaufbau für diese Frucht, damit der Konsument das auch sieht und die Ware schneller verkauft wird. Der Matthias fragt auch gerade, soll man das weiße Häutchen bei der geschälten Zitrusfrüchte mitessen? Das würde ich empfehlen, auch wenn es nicht ganz so geschmacklich gut ist, weil das sogenannte Albedo, so heißt das, hat einen höheren Vitamin C-Anteil als die Frucht, als das Fruchtfleisch selber. Aber das ist aber speziell bei den Orangen ausgeprägter als bei den Clementinen. Der Maurizio fragt, woher kommt San Luca Citrus im Sommer her? Im Sommer haben wir die Ware von unseren eigenen Feldern in Südafrika. Wir arbeiten aber auch mit Peru verstärkt zusammen, weil da gibt es natürlich auch ideale Zonen und auch aus Chile. Das sind so die drei Überseeländer, wo wir diese Ware im Sommer anbieten. Bis jetzt gibt es erstmal keine weiteren Fragen. Wir können ja noch sonst kurz warten. Ansonsten, es ist jetzt 12.53 Uhr. Sonst magst du was Abschließendes sagen? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, mal etwas näher über unsere Zitrusfrüchte, Orangen, Mandarinen, Clementinen zu sagen. Hast du noch was? Genau, es kamen noch mal zwei Fragen dazu. Bitte. Magst du sonst zuerst zu Ende sagen, oder? Na, das mache ich den Satz nachher zu Ende. Dann, es kam gerade von der Klara, ob es stimmt, dass man einen einfach einmal gemachten Saft schnell trinken muss, damit er seine Vitamine nicht verliert. Das ist auch ein Thema. Genauso wie durch Sauerstoff das Limonin bitter wird, ist Sauerstoffgift für Vitamin C. Also dasselbe, abdecken, kühlstellen und dunkel. Wo kann ich denn San Luca kaufen? Wir haben Handelspartner, die mit uns arbeiten. Ich nenne mal bei Namen, das ist Edeka, das ist Rewe in unterschiedlichen Zonen. Da würde ich Folgendes vorschlagen. Schickt uns mal über unser Info Ettlingen an San Luca eine Anfrage mit der Adresse, wo du wohnst. Und dann können wir unseren Vertrieb fragen, was in der Nähe an Läden ist, welcher Handelspartner da vertreten ist. Das könnte man so machen. Dann gibt es die Frage von der Jennifer, warum gibt es überhaupt verschiedene Clementinensorten und nicht immer die gleiche? Verschiedene Clementinensorten. Wir haben natürlich, die Frage wird so lauten, welche Sorten sind von Anfang der Kampagne bis zum Ende der Kampagne da. Ich habe vorhin schon erwähnt, das ist die Oronules, die Esval sind die Frühsorten, die Clemenules ist die Sorte, die Hauptsorte aus Spanien, die von Mitte November, dieses Jahr war es früher, Anfang November bis Weihnachten vorhanden ist. Dann gibt es eine andere Sorte, Clemenvia oder Nova, die ist von Weihnachten bis Mitte Januar. Dann kommen die Nardokot und die Ori, die von Mitte Januar bis in Mai hinein, je nach Anbauzone, hier in Europa vertreten ist.
Okay, falls Jennifer das noch nicht geklärt wird, kannst du uns auch gerne nochmal einfach eine Nachricht so schicken bei Facebook. Es kommen nämlich noch 3 Fragen und ich glaube, dann ist bald schon Ende. Die Lola fragt einmal, wie werden denn Mandarinen und Orangen geerntet? Werden sie gezupft oder vom Ast geschnitten? Jetzt wäre es ideal, die Pflücker haben eine kleine Schere, die man am Daumen befestigt. Und wichtig ist, dass hier dass direkt über dem ein winzig kleiner Stielansatz bleibt. Warum? Es ist wichtig, weil wenn ich den hier löse, ihr seht, dann verletze ich die Frucht. Wenn es geschnitten wird, dann ist das sauber und es findet kein Eintritt von Bakterien statt. Es gibt natürlich noch den anderen Fall, privat macht man das so, dreht man ab und dann hat man genau dasselbe. Was ist aber zu aufwendig, mit der Schere geht es schneller. Die Pflücker, die machen das langjährig, die kennen das. Sieht man schön diesen kleinen grünen Stiel hier. Das ist wichtig, dass der geschlossen da drauf ist. Dann fragt die Christine, wo kann man denn solche Bäume kaufen? Diese Bäume, die hier gepflanzt werden, kommen von der Baumschule und da ist ein wichtiger Punkt da. In dem von der Baumschule präparierten Baum fehlt der Mittelstamm. Warum? Mittelstamm heißt, wenn ihr mal hier reinschaut, das sieht man hier schlecht, das ist sehr tief, es gibt keinen Mittelstamm. Es gibt nur, man nennt das den Y-Schnitt, der wird genauso bei Steinobst gemacht. In der Mitte ist kein Stamm, warum? Damit die Sonne auch in die Mitte des Baumes hineinkommt. Wenn ihr zum Beispiel in einem Baumarkt, hier in Spanien zum Beispiel sehe ich das, Bäume kauft, das sind richtige Bäume, da ist der Mittelstamm da. Das sind halt für professionellen Anbau diese Bäume, die schon so geschnitten sind, dass kein Mittelstamm von der Produktion her vorhanden ist. Ich mache jetzt noch 2 Fragen. Einmal, gibt es in San Luca nur in Deutschland? Und in Österreich. Und auch in Italien gibt es auch, Norditalien, Holland gibt es auch. Wir sind natürlich auch vertreten in Kanada, in den Golfstaaten, wo wir bestimmte Produkte hinschicken. Das sind so die Länder. Habe ich einen vergessen? Nein. Und dann würde ich jetzt mit der letzten Frage abschließen. Wie lange dauert es denn, bis es die heute geernteten Clementinen im Supermarkt zu kaufen gibt? Die werden jetzt heute ins Lager gefahren, werden morgen gepackt und dann gehen die in die Bestellungen rein. Wo die hingehen, weiß ich jetzt nicht. Das hängt von den Bestellungen ab. Aber wie gesagt, es wird nicht auf Vorrat geerntet. Doch wenn Regenphasen angedroht sind. Und ab morgen soll es mehrere Tage regnen, sodass also heute kräftig geerntet wird. Jetzt fragt man sich, warum? So, das erkläre ich euch gleich. Also wird jetzt geerntet, damit in den Lägern Ware ist zum Arbeiten. Wenn nämlich die Ware nass ist durch Regen, kann man sie nicht pflücken. Aus 2 Gründen. Der Baum ist nass, die Menschen werden putschnass, es ist alles verschlammt, das ist die eine Sache, aber die genauso wichtige ist, nasse Früchte schwellen die Zellen in den Schalen an, wo die ätherischen Öle dann, wenn es Druck gibt, platzen und das ätherische Öl geht nach innen. Das gibt hässliche Flecken auf der Schale, die sogenannte Oleosolosis, so daumennagelgroße Einbuchtungen, die ihr vielleicht schon irgendwann mal gesehen habt. Also muss ich warten, bis die Früchte abtrocknen. Übrigens, ich war gestern auf einem anderen Feld und wollte eigentlich dahin gehen mit unserem Techniker von USA. Da sagt er, nee, da ernten wir morgen erst spät, weil morgens sind die Früchte noch nass und dann ernten wir die nicht. Das gehört auch dazu. Das ist auch ein Mehrwert in Kleinigkeiten. Die Summe vieler Kleinigkeiten gibt einen Mehrwert. Und das ist halt eben auch der Grund. Ich glaube, dann haben wir das auch jetzt. Ja, gut, dann möchte ich mich herzlich bedanken bei euch. Ihr habt ja heftig gefragt. Sehr gut, freut mich. Es freut mich immer, wenn ich Fragen beantworten kann. Und es macht mir Spaß, da so viel Interesse ist. Ich hoffe, dass ihr auch etwas mitgenommen habt. Denkt daran, wir haben ein Naturprodukt. Und für ein Naturprodukt, so habe ich begonnen, gibt es keine hundertprozentige Garantie. Also, immer auch mal Argumente annehmen und nicht alles verdammen, sondern konstruktive Kritik machen. Das ist das Wichtigste. Das möchten wir und damit verabschiede ich mich. Vielen herzlichen Dank. Musik